jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Ein Diktator mit imperialem Anspruch greift seine Nachbarländer an. Er will ein vergangenes Reich wieder errichten, spricht aber anfangs nicht von Krieg, sondern nur von einem Gegenschlag, notwendig zum Schutz der Deutschen. Die Europäer versuchen es zunächst mit Konferenzen und Appeasement, in der Hoffnung, dass sich Hitler mit dem Sudetenland zufrieden gibt. Vergleichen heißt nicht gleichsetzen, schrieb der große Berliner Historiker Heinrich August Winkler in einem Essay für die Zeit, in dem er Parallelen aufzeigte zwischen Hitler und Putin. Parallelen zur Gegenwart wurden heute jedenfalls auch bei der Gedenkfeier zum D-Day vor 80 Jahren gezogen. Etwa als US-Präsident Biden von Tyrannen sprach, denen man sich nicht ergeben werde. Anna Wasberg berichtet aus der Normandie. Sie sollen im Zentrum stehen, gefeiert und geehrt werden. Die rund 200 Veteranen, die hier an den Stränden der Normandie heute vor 80 Jahren gekämpft haben. Die Freiheit Europas. Angesichts der Rückkehr des Krieges auf unserem Kontinent, angesichts der Infragestellung all dessen, wofür Sie gekämpft haben, angesichts derer, die behaupten, Grenzen mit Gewalt zu verändern oder die Geschichte umzuschreiben, sollten wir uns derer würdig erweisen, die hier an Land gingen. Staatsoberhäupter und Regierungschefs aus aller Welt sind gekommen. Unter ihnen auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Sie wollen gemeinsam gedenken und nicht vergessen. Gerade jetzt ein Zeichen der Geschlossenheit setzen. Der russische Präsident Putin ist nicht dabei. Präsident Volodymyr Zelensky aus der Ukraine wurde eingeladen. Jetzt müssen wir uns fragen, stellen wir uns der Tyrannei entgegen? Gegen das Böse? Gegen erdrückende Brutalität der eisernen Faust? Wir stehen für Freiheit. Wir verteidigen die Demokratie. Die zentrale Zeremonie am Nachmittag, genau an dem Ort, an dem die größte Militäroperation der Weltgeschichte stattgefunden hat. Es ist der 6. Juni 1944. Operation Overlord. Das Ziel, Frankreich und Westeuropa von der Nazi-Herrschaft befreien. An 5 Stränden der Normandie landen die Truppen der Alliierten. Hier kämpfen rund 150.000 Amerikaner, Briten, Kanadier und ihre Verbündeten. Unterstützt werden sie von tausenden Flugzeugen und Schiffen. Viele Soldaten schaffen es noch nicht einmal lebend bis zum Strand. Es folgt ein unmenschliches Blutvergießen mit Zehntausenden Toten und Verwundeten. Bob Gibson war dabei. Mit 21 kämpfte der ehemalige US-Soldat am D-Day und die folgenden Wochen Tag und Nacht. Als 101-Jähriger landet er noch einmal hier. Zusammen mit 47 weiteren Veteranen aus den USA, um zu feiern und zu berichten. Du wachst immer wieder nachts auf, weil du denkst, dass jemand auf dich schießt. Aber wir waren froh, es zu tun. Es war unser Job, wir mussten das tun, oder? Bob Gibson wurde nach 1945 Feuerwehrmann und Bürgermeister seiner Heimatstadt im US-Bundesstaat New Jersey. Ein Wunsch ist jetzt noch offen. Ich will den Strand noch einmal sehen. Es ist möglicherweise das letzte Mal, dass dieses Jubiläum mit Zeitzeugen wie Bob Gibson begangen werden kann. Es wurde groß aufgefahren an diesem 6. Juni, in einer Zeit, die nicht von Frieden geprägt ist, in einer Zeit, in der Rechtspopulismus in Europa zunimmt, 80 Jahre nach dem D-Day. Später am Abend gab Emmanuel Macron dem französischen Fernsehen noch ein Interview, in dem er ankündigte, dass Frankreich Kampfjets vom Typ Mirage an die Ukraine liefern werde. Eine Zahl nannte er nicht. Außerdem sagte er die Ausbildung von 4.500 ukrainischen Soldaten zu. Gefahr für die Stabilität Europas kommt nicht nur von außen, sondern auch von innen, von Terroristen und Extremisten. Zuletzt haben das die Ereignisse in Mannheim wieder vor Augen geführt, als ein Polizist von einem Islamisten erstochen wurde. Bundeskanzler Scholz nannte diese Tat heute einen Terrorakt. Scholz hatte relativ kurzfristig eine Regierungserklärung im Bundestag angekündigt, die im weitesten Sinne unter dem Oberbegriff Sicherheit stand. Andreas Künast berichtet. Jetzt, ich entscheide das, weil ich hier die Sitzung leite und jetzt ist Ruhe. Jetzt ist Ruhe hier, ja. Hier geht es
vorne weiter. Es liegen Nerven blank in dieser letzten großen Debatte vor der Europawahl. Es liegen noch 4 Tage vor den Nerven aller Parteien. In seiner Regierungserklärung zur aktuellen Sicherheitslage spricht Olaf Scholz, BK, über die Ukraine, über das Hochwasser, aber vor allem über den Mord an dem Polizisten in Mannheim und kündigt eine Kehrtwende an. Nach Afghanistan soll wieder abgeschoben werden, 3 Jahre nach der Machtergreifung der Taliban. Und nach Syrien auch. Schwerstkriminelle und terroristische Gefährder haben hier nichts verloren. In solchen Fällen wiegt das Sicherheitsinteresse Deutschlands schwerer als das Schutzinteresse des Täters. Bis gestern hatten die Innen- und die Außenministerin öffentlich erklärt, dass Abschiebungen ins Land der Taliban nicht möglich seien. Und noch heute protestieren die Grünen. Wenn man es ernst meine mit der Bekämpfung des Islamismus, dann ist das Erste, was nicht passieren darf, deren Anerkennung. Das wäre ein gigantischer internationaler Rückenwind für diese Barbaren. Und zweitens, dass bei Deals, mit denen kein Geld fließen darf, weil die dieses Geld nutzen, um Terrornetzwerke auch bei uns in Deutschland zu finanzieren. Der andere Regierungspartner, die FDP, ist einverstanden. Islamisten haben in Deutschland nichts zu suchen. Sie müssen unser Land verlassen. Das ist die Pflicht und Schuldigkeit von verantwortlichen Politikern heute, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Union wirft der Regierung einen Mangel an Taten vor. Die Parteien schenken sich heute nichts. Schließen Sie endlich das Islamische Zentrum in Berlin. Eine Brutstätte des Islamismus. In Hamburg. In Hamburg, ja. Glücklich, wer sich hier von diesem Platz aus nie verspricht. Dann bietet Merz der Ampelregierung an, die Sicherheitsprobleme des Landes gemeinsam zu lösen. SPD-Chef Klingbeil wird noch während der Debatte annehmen. Die AfD geht nicht auf die Abschiebewende der Koalition ein, sondern übt grundsätzliche Kritik. Sie missbrauchen die Ressourcen der Sicherheitsbehörden, um gegen Oppositionelle vorzugehen, statt die größte und dringendste Gefahr für die innere Sicherheit anzugehen, den importierten islamistischen Extremismus und seine linksextremen Schläger. Das Taliban-Regime diplomatisch anzuerkennen, hatte als einzige Partei das Bündnis Sahra Wagenknecht gefordert. Auch die Linke widerspricht. Abschiebungen allein, sagt Gruppenchefin Reichenek, würden islamistische Attentäter nicht abhalten. Nach dem Mord von Mannheim will Deutschland schärfer gegen Islamisten vorgehen. Wie genau, hat der Kanzler heute noch nicht gesagt. Nur wer die Aufgabe lösen soll, die Innenministerin. Das wollen wir noch vertiefen mit dem Politikwissenschaftler Peter Neumann vom King's College in London, uns aber jetzt aus Halle zugeschaltet. Und er ist Experte für internationalen Terrorismus, insbesondere für islamistischen Terrorismus. Guten Abend, Herr Neumann. Hallo, guten Abend. Ja, nächste Woche beginnt die Fußball-EM. Wie gefährlich kann das werden, Ihrer Einschätzung nach? Also auf der einen Seite habe ich natürlich schon Vertrauen, dass alles gemacht wird und man bereitet sich ja seit Monaten im Prinzip schon auf diesen Fall vor. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, dass in den letzten 7, 8 Monaten die islamistische Bedrohung ganz besonders wieder sehr stark angestiegen ist. Wir hatten seit dem 7. Oktober 2023 hatten wir 27 geplante Anschläge in Westeuropa, von denen 4 gelungen sind. Das ist ungefähr das Vierfache dessen, was wir in den Jahren zuvor gesehen haben. Also da brodelt es ganz schön in der Szene. Und die Gefahr ist natürlich, dass man sich die EM oder die Olympiade als Ziel aussucht. Wurden ja auch solche Drohungen schon ausgesprochen. Richtig, die Drohungen gibt es vom ISPK. Das ist der IS-Ableger in Khorasan in Afghanistan. Das ist eine Region in Zentralasien. Das ist momentan die ambitionierteste und aggressivste Gruppe des IS. Die sind auch in Westeuropa. Die haben den Anschlag in Moskau gemacht, aber die haben auch bereits 5 Anschläge in Westeuropa versucht, sind hochprofessionell, sind sehr ambitioniert und sind netzwerkmäßig aufgestellt. Also die wären dazu schon in der Lage. Man hatte ja eigentlich eine Zeit lang das Gefühl, dass so die Hochzeit des islamistischen Terrors vorbei sei, der IS zerschlagen und nun kommt er plötzlich wieder wie so ein Wiedergänger. Wie erklärt sich das?
Also der IS war natürlich nie ganz weg. Der IS war stark reduziert. 2018, 19 war ganz, ganz wenig von ihm übrig in Syrien und im Irak, also da, wo dieses sogenannte Kalifat existiert hatte. Aber er hat es wieder zurückgeschafft, weil er erstens nie ganz zerstört war und weil er auch zum Beispiel in Afghanistan, in Zentralasien, neue Möglichkeiten bekommen hat. Die Probleme, die den IS motiviert haben, die wurden natürlich niemals gelöst. Nur die Strukturen wurden zerstört. Und diese Strukturen sind jetzt wieder am Entstehen. Und deswegen würde ich sogar so weit gehen und sagen, aktuell ist die größte terroristische Bedrohung in Deutschland, in Westeuropa, wieder der islamistische, der dschihadistische Terrorismus. Und dann sieht man natürlich auch, dass dann Einzeltäter auftreten können, die die Sicherheitsbehörden vorher gar nicht unbedingt auf dem Zettel hatten. Also es wiederholt sich so ein bisschen die Geschichte, hat man den Eindruck, wenn man jetzt zum Beispiel an die Tat in Mannheim denkt. Ja, also wir hatten lange Zeit nur diese sogenannten Einzeltäter, also Leute, die sich zum Beispiel im Internet radikalisiert haben und dann auf eigene Faust was gemacht haben. Und das war eigentlich ein Zeichen der Schwäche der Dschihadisten, dass sie auf solche Einzeltäter angewiesen waren. Jetzt haben wir eine Situation, wo wir nach wie vor diese Einzeltäter haben, also nach wie vor diese sogenannten einsamen Wölfe, die sich im Internet radikalisieren und auf eigene Faust was machen. Und zusätzlich dazu haben wir wieder eine strukturierte, eine netzwerkmäßig aufgestellte Gefahr in Form des ISPK. Und das ist eine Situation, die hatten wir zuletzt vor 10 Jahren, als der IS auf dem Höhepunkt war. Und ich befürchte, dass uns da noch einiges bevorsteht. Dann haben wir natürlich aktuell auch wieder eine Debatte über Abschiebungen von Gefährdern. Die haben wir auch immer wieder gehabt. Das erwies sich in der Praxis immer wieder als schwierig. Nun will man da neue Wege gehen und gegebenenfalls auch über die Nachbarländer nach Afghanistan zurückschicken. Wie ist da Ihre Einschätzung? Wird das in der Praxis umsetzbar sein? Also ich höre das nach jedem terroristischen Anschlag. Wird immer angekündigt von Politikern, wir müssen die jetzt abschieben. Und das klingt natürlich sehr gut. Wir wissen, es ist in der Praxis schwierig. Es gibt einen Stau bei den Gerichtsverfahren, bei den Asylverfahren. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass Länder diese abgelehnten Asylbewerber auch zurücknehmen. Und wir müssen auch deutsche Gerichte davon überzeugen, dass diese Länder sicher sind. Und das würde ich mir eben wünschen von Politikern, die solche Ankündigungen machen, dass sie tatsächlich an diesen 3 Punkten dann auch arbeiten. Das ist etwas, was viel politisches Kapital kostet. Und das bedeutet, dass man das absolut zu einer Priorität machen muss. Einfach ankündigen reicht nicht. Sagt der Terrorismusexperte Peter Neumann. Danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Das Interview haben wir aus Termingründen aufgezeichnet. Es sind jedenfalls raue Zeiten in Europa in vieler Hinsicht. Vor diesem Hintergrund hat heute die Europawahl begonnen. Insgesamt sind rund 370 Millionen Europäer wahlberechtigt und folgen dabei ihren jeweiligen Wahltagstraditionen. Während bei uns Wahlen ja typischerweise an Sonntagen stattfinden, käme das für die Niederländer nie in Frage. Gewählt wird dort grundsätzlich an Werktagen. Und so machte die Niederlande bereits heute den Auftakt beim Urnengang. Und laut Nachwahlbefragungen liegt dort das Grün-Links-Bündnis knapp vor der Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders. Wie die Bürgerinnen und Bürger in den anderen 26 EU-Ländern abstimmen, das wissen wir dann am Sonntagabend. Umfragen gibt es aber natürlich jetzt schon. In Deutschland ganz aktuell von der Forschungsgruppe Wahlen, die für das ZDF Politbarometer gefragt hat, wie die Deutschen zur Europawahl stehen. Für welche Partei sie stimmen würden, wenn heute schon Europawahl wäre. Und da läge die CDU mit 30% klar vorne. Grüne, SPD und AfD bekämen jeweils 14%. Die Linke käme nur noch auf 3%. Die FDP auf 4% und das BSW von Sarah Wagenknecht auf 7% der Stimmen. Wie immer sind solche Umfragen natürlich nur Momentaufnahmen. Da kann sich noch viel ändern, zumal mehr als 40% sagen, dass sie noch unentschieden sind, wem sie ihre Stimme geben. 58% erklären, dass ihre Wahlentscheidung sicher sei. Was die Zahlen des Politbarometers auch zeigen, das Interesse an der Europawahl ist gestiegen. 61% der Befragten bekunden ein starkes Interesse. Bei der letzten Europawahl 2019 sagten das 56% und davor 2014 sogar nur 38%.
viele Hintergründe und Erklärungen zur Europawahl und wie das Europäische Parlament arbeitet, finden Sie bei uns auch online auf ZDF heute. Und jetzt geht's bei dir erstmal weiter, Heinz. Da geht der Blick zuerst in die Hochwassergebiete. Wo die Lage zum Teil immer noch angespannt ist, vor allem an der unteren Donau zwischen Kelheim und Passau. Das Hochwasser fließt nur langsam ab. Aber immerhin konnte, wie in Passau, mit dem Beseitigen der Schäden begonnen werden. Die Schlammberge werden von den Straßen gebracht, bevor sie trocknen und steinhart werden. Die Stadt versucht wieder zur Normalität zurückzukehren. So galt ab heute in der Altstadt wieder regulärer Schulbetrieb. Der Bundestag hat es gibt noch eine aktuelle Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Gewarnt wird vor schweren Gewittern mit Orkanböen, heftigem Starkregen und Hagel in Teilen Bayerns. Jetzt zu der Bundestagsmeldung. Der Bundestag hat ein Gesetz beschlossen, das Genehmigungen für bestimmte Anlagen, darunter Windräder, deutlich beschleunigen soll. Erreicht werden soll das unter anderem durch die Abschaffung bisher erforderlicher Verfahrensschritte und durch Digitalisierung. Abgeordnete der Regierungskoalition versicherten in der Bundestagsdebatte, dass Umweltstandards durch die Vereinfachung nicht aufgeweicht würden. Altbundeskanzler Gerhard Schröder hat nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg keinen Anspruch auf ein Bundestagsbüro. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte vor 2 Jahren beschlossen, Schröders Büro stillzulegen. Das Gericht in Berlin erklärte heute in zweiter Instanz, es gebe zwar eine Tradition, dass frühere Kanzler ein Büro zur Verfügung gestellt bekommen, einen Rechtsanspruch darauf gebe es aber nicht. Gegen das Urteil ist noch Revision möglich. Bei einem Brand in einem Alten- und Pflegeheim in der Nähe von Bremen sind 2 Bewohnerinnen ums Leben gekommen und 3 weitere Personen wurden schwer verletzt. Der Brand war in der vergangenen Nacht aus bislang noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften verhinderte ein Ausbreiten des Feuers auf andere Gebäudeteile. In dem Alten- und Pflegeheim leben mehr als 60 Menschen. Im Streit um das sogenannte Gehwegparken hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute ein Grundsatzurteil gefällt. Demnach müssen Anwohner rechtswidrig parkende Fahrzeuge vor ihrem Anwesen nicht dulden, wenn sie dadurch erheblich in der Gehwegsnutzung beeinträchtigt werden. Geklagt hatten mehrere Anwohner aus Bremen. Die Stadt Bremen ist nun in der Pflicht, ein Parkkonzept vorzulegen, das auch die Rechte von Fußgängern ausreichend berücksichtigt. Bei den Vermittlungsgesprächen zum Gaza-Krieg ist offenbar so bald kein Durchbruch zu erwarten. Auf dem Tisch liegt nach wie vor ein Vorschlag der USA, nachdem es zunächst eine mehrwöchige Waffenruhe geben soll, die schließlich in einen dauerhaften Waffenstillstand münden soll. Davon ist man im Moment noch weit entfernt. Stattdessen spitzt sich die Lage im Norden Israels zu. Dort wird Israel vom Libanon aus angegriffen, von der Hisbollah. Ministerpräsident Netanyahu nährte Spekulationen, dass Israel auch an dieser Front mit Bodentruppen eingreifen könnte. Zugleich geht der Krieg in Gaza weiter. Bei einem israelischen Luftangriff soll es Dutzende Tote gegeben haben, Luc Walpert berichtet. Die Assadi-Schule im Flüchtlingslager Nuseirat heute früh. Mehrere israelische Raketen schlugen in der Nacht den Block 2 des Komplexes ein, der vom UN-Hilfswerk betrieben wird. Die Bilanz ist verheerend. Mehr als 35 Tote und Dutzende Verletzte, auch Frauen und Kinder. Entsetzen und Verzweiflung. Auf dem Gelände befinden sich nach UN-Angaben 6.000 Binnenflüchtlinge auf der Suche nach Schutz vor Angriffen. Gegen 1 Uhr gab es diese gewaltige Explosion, dann nur noch Schutt und Rauch. Wir haben nichts mehr gesehen. Ich habe noch meinen Bruder und 2 andere Kinder aus den Trümmern geholt. Mein Onkel hat nicht überlebt. Wir waren in Rafah, in Khan Yunis, Deir al-Balah, in den Schulen. Egal, es gibt für uns keinen sicheren Platz. Das ist sehr schwer zu beschreiben. Da war ein 13-Jähriger ohne Hände und Beine, tot. Und 5 seiner Schwestern daneben, schwer verletzt. Das ist wirklich unerträglich. Aber du stumpfst völlig ab. Du fühlst einfach nichts mehr. Du wachst hier jeden Morgen in einem neuen Albtraum auf. Israels Regierung sagt, in der Schule hätten sich 20 bis 30 Terroristen verschanzt. Deren Aufenthalt habe man präzise lokalisiert und den Angriff sogar 2-mal verschoben, um mögliche Opfer unter der Zivilbevölkerung zu verringern.
Unser Ziel waren Terroristen von Hamas und islamischer Dschihad. Sie haben ganz offensichtlich die UN-Schule als Unterschlupf und Schutzraum genutzt. Hamas spricht von einer Lüge der Israelis. Das UN-Palästinenser-Hilfswerk zeigte sich schockiert. Angriffe auf UN-Einrichtungen seien eine klare Verletzung des humanitären Völkerrechts. Wir haben die israelische Behauptung zur Kenntnis genommen, dass militante Gruppen dort untergekommen seien. Das sind schockierende Behauptungen, aber wir sind nicht in der Lage, das zu verifizieren. Wir werden an allen Fronten weiterkämpfen, im Norden, im Westjordanland und in Gaza, sagte Regierungschef Netanyahu heute, trotz internationalen Drucks. Der Vorschlag einer Feuerpause scheint in weiter Ferne. Auch Hamas zeigte sich bislang eher ablehnend. Die Terrorgruppe fordert eine dauerhafte Waffenruhe und Israels Abzug. In einigen Tagen werde man den Vermittlern in Katar eine Antwort übermitteln, meldeten arabische Medien heute. Unterdessen trauern die Menschen in Gaza weiter um ihre Angehörigen. Die Europäische Zentralbank tat heute, was von ihr erwartet worden war. Sie hat die Leitzinsen gesenkt. Erstmals wieder nach 2 Jahren starker Zinserhöhungen. Jetzt geht es also erstmal wieder in die andere Richtung, wenn auch nur mit einem kleinen Schritt von 0,25 Prozentpunkten. Was heißt das? Dass die EZB die Inflation für gebannt hält? Das wäre schön, aber so einfach ist es nicht. Zuletzt sind die Preise wieder angezogen, was Bürger und Unternehmen ja auch deutlich spüren. Stefan Schlösser berichtet. Die Firma Serviceware im hessischen Idstein entwickelt Softwarelösungen, mit denen Unternehmen zum Beispiel die Bearbeitung von Kundenanfragen verbessern können. Ein Dienstleister mit rund 460 Mitarbeitern an mehreren Standorten in Europa. Dass die Inflation immer noch deutlich zu hoch ist, merkt Chef Dirk Martin ganz direkt. Wir haben Tariflöhnsteigerungen im ersten Quartal von über 6%. Das bedeutet, dass wir mehr zahlen müssen für die Arbeit, was für uns ein Problem ist, weil wir diese Preise nicht am Markt durchbekommen und damit weniger Umsätze und Aufträge haben. Und das führt am Ende nicht zu einer guten wirtschaftlichen Situation. Hohe Tarifabschlüsse und anziehende Nachfrage haben die Inflation im vergangenen Monat wieder steigen lassen, von 2,4 auf 2,6% in der Eurozone. Dennoch heute die lang angekündigte Zinssenkung des Leitzinses auf 4,25%. Wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass die Inflation zeitnah zu unserem mittelfristigen Ziel von 2% zurückkehrt. Wir werden die Leitzinsen so lange wie nötig ausreichend restriktiv halten, um dieses Ziel zu erreichen. Nicht zu viel, nicht zu wenig, nicht zu früh, nicht zu spät. Ein Balanceakt für die Notenbanker. Erst hat die EZB zu lange gezögert im Kampf gegen die Inflation. Jetzt prescht sie vor und leitet die Zinswende ein, noch vor der amerikanischen Fed. Die große Gefahr von einer zu frühen Zinssenkung oder auch von zu starken Zinssenkungen ist, dass man damit eigentlich das Wirtschaftswachstum unterstützt, dass man damit eine eventuelle Überhitzung der Wirtschaft nochmal anfeuert und dann im nächsten Jahr eine viel höhere Inflationsrate hat, die man dann viel schwieriger wieder einfangen kann. Aufs Fest- oder Tagesgeld wird es zukünftig tendenziell weniger Zinsen geben. Kredite könnten billiger werden. Finanzberater Max Herbst ist seit fast 40 Jahren im Geschäft. Von einem Zinsschritt wie heute sind noch keine großen Änderungen zu erwarten. Wir haben ein Darlehen von 400.000 Euro, Zinssatz von 3,7%, Tilgung von 2%, ergibt eine monatliche Rate von 1.900 Euro. Die Zinsdifferenz von 0,25 würde ein Ersparnis von 83 Euro bedeuten. Im Jahr gesehen 1.000 Euro. Sicherlich auch Geld. Das wird aber nicht dazu führen, dass der siechende Wohnungsbau schnell wieder an Fahrt aufnimmt. Dazu bräuchte es weitere deutliche Zinsschritte. Und noch ist die Inflation nicht besiegt. Dann fragen wir noch nach bei unserem Finanzexperten Frank Bethmann in Frankfurt. Ja, was wird auf den Finanzmärkten erwartet? Kommen da demnächst noch weitere Zinssenkungen? Ja, nach allem, was man hört, ist man sich genau in dieser Frage nicht einig im EZB-Rat. Da ist die Fraktion, die auf weitere Senkungen bereits im September setzt. Da ist aber auch die Gruppe um den Bundesbankchef Joachim Nagel, die sagt, es gibt keinen Autopiloten für weitere Zinssenkungen. Schaut man auf die Fakten, dann ist zumindest das Timing der Zinssenkung heute nicht optimal. Wir haben es gehört, zuletzt im Mai ist die Inflationsrate nicht etwa weiter zurückgegangen, sondern erstmalig in diesem Jahr wieder gestiegen.
Gesenkt hat die EZB die Leitzinsen dennoch, weil sie es lange vorher angekündigt hat. Ein Rückzieher hätte womöglich für Aufruhr an den Märkten gesorgt. So kann der DAX heute knapp 77 Punkte zulegen, nachdem er zuvor bereits in Erwartung dieser Zinsentscheidung immer wieder neue Höchststände markiert hatte. Ab sofort aber muss für die Währungshüter gelten, weitere Zinssenkungen nur, wenn die Inflationsrisiken erkennbar weiter zurückgehen. Dankeschön für die Einschätzung nach Frankfurt. Und jetzt nochmal eins mit Sport und Weltraum. Ja, das Raumschiff Starliner von Boeing, das gestern von der Küste Floridas aus zu seinem ersten bemannten Testflug aufgebrochen war, hat heute erfolgreich an die internationale Raumstation angedockt. Die beiden NASA-Astronauten sollen nun etwa eine Woche auf der ISS verbringen, bevor sie dann mit dem Raumfahrzeug zur Erde zurückfliegen. Zum Tennis und damit zu den French Open in Paris. Dort hat Laura Siegemund das Finale im gemischten Doppel gewonnen. Gemeinsam mit ihrem Mixpartner Edouard Roger Vasselin aus Frankreich setzte sich die deutsche Doppelspezialistin gegen Desiree Krawczyk aus den USA und Nils Skupski aus Großbritannien in zwei Sätzen durch. Für Siegemund war es der dritte Grand-Slam-Erfolg ihrer Karriere. Und im Herren-Einzel bei den French Open ist man noch zwei Runden entfernt von der Titelentscheidung. Der Einzug ins Halbfinale jedenfalls hat Alexander Zverev geschafft durch einen Sieg in 3:0-Sätzen im Viertelfinale. Noch zwei Siege fehlen ihm zu seinem ersten Grand-Slam-Titel. Der Olympiasieger galt als Favorit gegen den Weltranglisten 9. de Minaur. Der erste Satz ausgeglichen, Zverev aber gelang das späte Break und der Satzgewinn mit 6:4. Der zweite Durchgang endete im Tiebreak. Der 27-Jährige lag plötzlich 0:4 zurück und wurde wach, gewann auch Satz 2. Lange Ballwechsel bestimmten die Partie, auch den Matchball, mit dem Punkt für Zverev zum 6:4. Morgen trifft Zverev auf Kaspar Rüth. Genau gegen ihn verlor er im vergangenen Jahr das Halbfinale. Das war's von uns. Gleich nach dem Wetter geht's bei Maybrit Illner weiter, die heute zwei sehr prominente Gäste hat in einer interessanten Konstellation. Vizekanzler Robert Habeck und Oppositionsführer Friedrich Merz. Und um 0.30 Uhr meldet sich dann Gundula Gause mit unserem Heute Journal Update und einem Gespräch mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel. Und wir melden uns morgen wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Die Wetterlage von heute ist der von morgen und der von übermorgen sehr ähnlich. Denn es ziehen Regenwolken ganz im Norden vorbei. Im Süden gibt es immer noch Regenschauer und Gewitter und dazwischen ist es ganz freundlich. Aber dieses Wolkenband, das hier von den Alpen bis Richtung Pyrenäen reicht, müssen wir uns genauer anschauen. Denn innerhalb von 5 Tagen können da durchaus noch mal erkleckliche Regenmengen zusammenkommen. In den Alpen bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Heute Nacht klingen die Regenschauer und Gewitter hier in Süddeutschland erstmal ab. Dann wird es häufig klar. Zum Teil bildet sich etwas Nebel und in Norddeutschland ziehen noch einige Regenwolken durch. Unter dem klaren Himmel sinken die Temperaturen in der Lüneburger Heide bis 4 Grad. Deutlich milder bleibt die Nacht am Oberrhein oder auch in Ostbayern mit 14 Grad. Morgen erwarten uns dann Höchsttemperaturen von 17 Grad in Nordfriesland und 26 Grad am Oberrhein. Die Wetterdreiteilung bleibt uns auch morgen erhalten. An der Küste ziehen also Regenwolken durch und im Süden gibt es vor allen Dingen am Nachmittag Regenschauer und Gewitter. Dazwischen ist es freundlich, Sonne und Wolken wechseln sich ab bei Westwind. Jetzt schauen wir uns die Regenmengen bis Montagabend noch mal genauer an, denn direkt an den Alpen könnten das noch mal 100 Liter pro Quadratmeter werden. Mehr als 60 Liter pro Quadratmeter erwarten wir im südlichen Baden-Württemberg und auch hier Richtung Bayerischer Wald. Noch nicht am Samstag, dann aber am Sonntag und am Montag. Guten Abend.